So, hallo, ich begrüße euch zu einem Hack, den ich schon so ein bisschen in den zwei letzten Iwannamaker-Folgen angekündigt habe, wo ich noch so gesagt habe, ja, es wird schwierig mit Sariel dabei und so weiter. Und jetzt direkt am Abend hat sich es jetzt dann doch schon mal spontan ergeben, dass wir vielleicht zumindest mal ein oder zwei Folgen aufnehmen können. Und mal gucken, vielleicht habe ich ja nach den ersten zwei Leveln auch schon keine Lust mehr, weil es Kaizo ist. Ich weiß ja nicht, was mir bevorsteht. Also. Das weiß Sariel aber auch. Wenn es zu schlimm wird, ja, werden wir sehen. Solange ich hier keinen Inferi jetzt gleich entgegengeworfen bekomme, ist aber alles gut. Ja, du wirst dich sowieso durchstaten. Ja, Da habe ich gar keine Hoffnung bei dir. das schon mal wahrscheinlich sowieso, aber selbst das wäre ja in gewissen Hacks nicht mehr, also selbst das würde mir ja nicht helfen. So, okay. Ach, die wunderschöne Musik am Anfang. Hab ich den jetzt schon mal selber in der Demo oder so gespielt oder habe ich das dann irgendwo gesehen? Weil ich weiß, dass das dieses Uninstall ist. Das habe ich schon mal gehört Du irgendwo. hast mal eine ganz alte Demo gespielt, aber Ah ja, die Level stimmt. haben sich stark verändert seit Das ist 2018. immer noch der Hack, wo es auch dieses eine Schloss gibt, wo alles voller Yoshis ist, oder? Richtig, ja. Ah, ja, dann kenne ich tatsächlich ein oder zwei Sachen, aber genau, du hast noch mal einiges verändert. Das ist dann auch der Hack, wo ich sogar noch, das ist ja schon ewig her, wo Emiro mal vier Level von gespielt hat. Gespielt in Anführungszeichen, aber ja. Ja. Okay, genau, ja, da, okay. Doch dann erinnere ich mich an ein paar Dinge. Okay, so, wir gucken mal. Salve. Hoc ludum habet. Lixisks, Moment, LXIX ist jetzt aber eine Zahl, das ist jetzt kein. Richtig. Okay, warte kurz. Ich habe das letztens erst in der 5. Klasse wiederholt. Und dann musste ich das auch wieder lernen, römische Zahlen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, weil es ist ja schon wieder durch in der 5. Klasse. Und danach Und die Zahl steht auch oben links unter dem Mario. nutzt man es nicht mehr. Warte, ich komme drauf. LXIX, warte, das ist 50 vorne und IX hinten bedeutet, das ist eine 9 und dann ist es 69. Richtig, genau wie die Anzahl der Leben. Ah! Ach, deswegen meinst du, das steht da. Ja, okay, alles klar. Wobei deine Version sogar ganze 70 Exits hat, weil ich dich ja so gern habe. Okay. Oh, Moment, welche Taste? Oh, wo sind meine Tasten? Da. Okay. Oh, Zelda-Musik. Ja, das Yoshi-Haus überspringst du am besten fürs Erste. Ach so, ja gut, da wäre ich jetzt natürlich reingegangen, wenn du jetzt nicht dabei gewesen wärst. Darf ich da nicht Ich sag mal reingehen? so, wenn du da jetzt reingehst und den Exit machst, dann ist der Hack nach zwei Leveln auch schon wieder vorbei. Okay. Wenn ich jetzt ohne dich aufgenommen hätte, wäre das ja passiert. Ja, shit happens. Okay, alles klar. Dann gehen wir in Diske oder Disze, man weiß es nicht. Gaudere. Richtig, lerne dich zu freuen an meinem wunderschönen Leveldesign. Lerne dich zu. Ja, dein Leveldesign ist schön. Da brauchen wir gar nicht drüber. Wo sind jetzt meine Tasten? Ja, Hilfe. Ich muss das mal wieder hier. Alles drin, was du willst. Ah! Wunderschöne Musik. Terranigma. Also, wo ist denn meine. Ich muss kurz meine Tasten organisieren. Hier ist das. Hier ist das. Ah, ach, da. I see, I see. Schon Okay. viel zu lange kein SMW mehr gespielt. Tatsächlich eigentlich nicht, aber zumindest kann ich mir meine Tastaturbelegung einfach nicht merken. So, ich nehme an, den darf ich. Wobei, hä, das. Das habe ich dir doch geschrieben. Am Anfang jedes Levels ist so ein Orb, damit du sie eventuell auch skippen könntest. Ah, das ist der Skip Orb. Ja, richtig. Nice. So kommen wir natürlich schnell durch den Hack, wenn du nur dem Ah, stimmt, nimmst. aber genau, das richtig, das hattest du, das habe ich schon wieder komplett. Da hätte ich mich jetzt wieder direkt gewundert, weil ich das komplett vergessen habe, ja, siehst du. Das ist super praktisch, weil dann können wir uns auf jeden Fall jedes Level angucken, selbst wenn ich bei einem Level keine Lust habe. So, ist das hier einfach nur so, wie ich das. Okay, das ist einfach nur, wie ich das machen soll. In der Reihenfolge, ja, dann kommt jetzt eine Ranke raus. Okay. Ah, ja, den hätte ich gerne behalten, aber vielleicht brauche ich den nicht mehr. Das ist so eine Art Tutorial-Level, oder? Das ist noch das einfachste Level, richtig. Ja. Das hat bis auf ein Tester sogar jeder bisher ohne Save States hinbekommen.
okay. Ja, je nachdem, wie lang das ist, machen wir das dann auch. Jetzt ist natürlich die Frage, will ich die Shell oder will ich die, soll ich die jetzt wegschießen, dass ich auf den Spin jumpen kann? Ich schieße die mal weg und Spin jumpe auf dem eine Runde rum. Und hoffe, ich muss die nicht mitnehmen. Wobei, also, du hast mir nicht umsonst eine Blume gegeben. Ich schieße die mal weg. Conan, es ist das erste Level. Oh, ja Mist. Das war nicht so klug. Ah, okay, ich, ja. Da starten wir nochmal. Naja, es ist das erste Level, aber es ist ja, ich weiß ja nicht, wie viel du schon verlangst in deinem ersten Level. Kann ja sein, dass du direkt davon ausgehst, dass das, also es ist ja nicht dein erster Hack. Aber wenn du es so aufgebaut hast, dass du sagst, okay, das ist das erste Level und das ist für das erste Level für jemanden, der das noch nie gespielt hat, dann ist das natürlich, dann muss ich das auch so interpretieren. Richtig, Difficulty Curve explodiert erst ab dem zweiten. Sehr gut. Heißt aber, ich muss jetzt hier auch nicht großartig nachdenken, ich muss einfach nur die Blume behalten. Richtig. Okay, aber trotzdem darf ich dann nicht auf den Wandschein landen. Dann muss ich ja trotzdem das Ding wegschießen und auf dem Spin jumpen. Ah, mein... Ich hab mir den Kopf gestoßen. So. Also wenn ich schon höre, das haben alle ohne Set. Nein! Ich wollte da nicht reinlaufen. Der ist vielleicht nicht so optimal platziert, der Conan Orb. Oder ist das gar kein Conan Orb, sondern der ist für alle? Der ist nur für dich. Ja, okay. Und halt für meine Tester allgemein. In der Endversion wird er nicht mehr mit drin sein, auch wenn diese Debug-Orbs auch schon gewissermaßen einen Kultstatus erlangt haben. Ah, ich verstehe. Okay. Also. Dann kann ich ihn trotzdem als Conan Orb bezeichnen. Nein! Kriegen wir das jetzt hier hin, ohne dass ich... Ja. Nein! Bin ich denn dumm? Oh. Was die Ausführung angeht, ein bisschen, ja. Aber dass ich die Shell wegschieße, ist schon sinnvoll, oder? Das ist schon richtig. Ach, komm. Da muss man zu deiner Ehre sogar sagen, hat HF länger gebraucht, um das zu verstehen. Okay. Allerdings war HF natürlich auch schon wesentlich schlimmere Level von mir gewohnt. Ja, ich wollte gerade... Das ist ja genau das... Deswegen war ich ja auch... Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht reinreden. Deswegen war ich ja auch so skeptisch, was genau ich jetzt hier tun soll, weil ich ja eben daran denke, dass du das Level gebaut hast und du willst ja schon gewisse Dinge. Dann will man nicht automatisch das Einfachste annehmen. Ich würde gerne mal die Shell hier be... Oh, dann halt nicht. Nein, du brauchst die Shell nicht mehr. Naja, aber es wäre mit dir leichter. Aber wenn du meinst... Ja klar, weil dann könnte ich dir reinschießen und könnte einfach einen normalen Sprung drauf machen. Ach, ich bin ja dumm, ich kann ja warten, bis der... Oh mein Gott. Oh mein... Ich bin blöd. Ich bin richtig blöd. So, eins, zwei... Warte, ach so. Ah, I see, was du von mir willst. Ich mach das weg. Und jetzt kann ich das Springboard mitnehmen und ich will wieder klein sein, scheinbar. Das hätte ich zwar vorher noch nicht gedacht, dass ich wieder klein sein will, aber dann ist... Okay, jetzt hatte ich's gedacht. Hui, okay. So. Ah, L soll ich drücken. Ja, deine Lieblingstasten. Das war R. Nee, war R. Du wirst diese Tasten wahrscheinlich ein paar Mal in dem Hack brauchen. Merk ach so, ach, ich verstehe, warum ich L drücken soll, weil dieses Ding darunter fällt. Ja, okay. Wollte schon sagen, da kommt ja gar nichts, aber genau darum geht's ja. Es kommt eben nichts. Hui! So. Ah, ich hätte... das war jetzt vielleicht schlecht. Geht das nochmal? Nein. Ja, da hätte ich jetzt wahrscheinlich was sehen. Oh, hi! Lass mich mal da hoch. Okay, cool. Warum A? Ist A nicht Spinjump? Scroll doch mal nach links und nochmal nach rechts. Okay. Ach so, da ist so ein Viech. Okay, dann mache ich aber jetzt erstmal den hier. Und jetzt gehe ich da wieder rüber. Okay. Und dann kann ich auf dem Spin. Das schaffe ich. Obacht, Stein.
Das schaffe ich. So. Achso, das geht einfach runter. Okay. Ah, und hier will ich dann mit einem Spin-Jump weitermachen. Oder könnten wir jetzt natürlich auch versuchen, diesen Frame-Perfect-Glitch zu machen, dass man von dem Ding einen Spin-Jump macht, aber das wäre vielleicht unangenehmer. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass der Hack natürlich zu 100% möglich ist, ohne irgendwelche Glitches anzuwenden. Ach, du hast nicht mal irgendwelche Glitches eingebaut? Also kein... Also, okay, ich habe Glitches eingebaut, aber sie werden in der Regel automatisch ausgeführt. Das heißt, du musst sie nicht aktiv provozieren. Ist Speedjump für dich sowas wie ein Glitch? Oder ist das für dich eine Technik? Oh mein Gott! Nachdem der P-Jump in der SMW Central Glitch List mit aufgenommen wurde, sehe ich es als Glitch an. Ich muss keine P-Jumps machen, dann muss ich auch keine Key-Jumps machen. Das ist ein Kaizo Light Hack, kein Kaizo Hard, das ist kein Judicium Tribunalis, auch wenn du das natürlich auch gerne nochmal spielen könntest. Nee, du, echt nicht. Es gibt doch kein größeres Entertainment für den Abend, als einmal Judicium Tribunalis durchspielen. Ja, es gibt auch kaum größere Level als in diesem Hack. Also, ich erinnere mich da an lange Level. Findest du die Puzzle-Level, die da drin waren, so schlimm? Sie waren lang. Ich erinnere mich vor allem an so ein Level, wo so ganz viele Röhren überall waren und keine Ahnung. War Judicium Tribunalis eigentlich auch das mit dieser ewig riesigen Eishöhle und den Pokies? Ja. Oh richtig. Gott. Oh Gott. Nein, nie wieder. das ist jetzt so ein Entscheide dich, oder was? Und wenn er B sagt, dann will ich B, also. I see. Nice. Wie viel hat er jetzt gegessen? Eine. Ach, jetzt soll ich... Ach, so. Ja, die Ausrufezeichen sind da nicht grundlos. Nein! Oder erschlagen. Aber immerhin bei malerischer Terranigma-Musik. Ja. Da könnte ich schon wieder Terranigma spielen, aber das ist... ich hab's ja schon gespielt. Judicium Tribunalis nicht. Ich hab's ja schon gespielt. Ja, Terranigma kann ich immer wieder spielen. Das ist so ein schönes Spiel. Allerdings, ich hab's ja schon auf dem Kanal. Ich würde jetzt nicht ein Replay machen. Viel zu, du könntest das ja streamen. Viel zu... Ja, Ich könnte so viel streamen. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zum Streamen komme. Item Abuse ist übrigens auch noch nicht fertig. Ah ja, hör auf. Das sind aber Level, die werde ich nicht anfassen. Das reicht, was ich gesehen habe. Ach, für den Vergangenheitskonnen war das doch alles kein Problem. Ja, der hat auch noch in Inferi gespielt. Okay. So, jetzt einfach nicht erschlagen werden. So. Gratiam habeo, ego sum tibi via, veritas et vita. Crede in me et TV, was? Vives. Sed noli me immolare. Ja, TV vor allem. TV. Es war TU, ne? Also an sich ist das natürlich ein V, weil es ein U in der altrömischen Schrift nicht gab, aber an sich würde man es natürlich Tu wie mit einem U aussprechen. I see. So, ich wollte den P-Switch verdoppeln, aber ich habe es leider nicht geschafft. Aber das soll ich ja auch nicht. Ist mir schon klar. Musst du auch nicht, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich könnte ich dann mit irgendwelchen Glitches sogar Sachen kaputt machen. Kannst du, ja. Oh, okay. Ja, dann darf ich das. Außer wie du mit Scrolling Sachen kaputt machen kannst. Okay, aber das ist dann ja... Ja, gut. Ja, gut. So, jetzt mache ich erstmal hier auf. Allerdings, also ich hätte jetzt ja auch das Level beenden können. Richtig. Some things don't have a deeper meaning, but HF's feedback has an immeasurable meaning to this hack and infernum. Wouldn't exist without him. Ah, das ist hier der, du bedankst dich bei HF-Raum. Richtig. Sehr gut. Das ist aber genauso viel wert, wenn ich jetzt das Exit einfach genommen hätte. Prinzipiell ja. Perfekt. Gut.
Dann haben wir das erste Level ohne Save States geschafft. Glückwunsch. Das war dann wohl auch das letzte Level ohne Save States. Schauen wir mal. UFO. Ja. Fast. IFO. Natürlich das IFO-Institut der deutschen Wirtschaft. Soll das IF nur... Ach so, ah, okay. Ich dachte, das ist vielleicht irgendein... Nee, Hexer wäre ja, nicht... Ja, das ist ein IF-0. Naja, nee, es geht ja gar... Also, Hexer hört ja bei F auf, ne? Oder bin ich jetzt blöd? Richtig, aber das spielt dann das berühmte Teil 1F0 an. Ah, ja, also, stimmt, das I kann ja eine 1 sein. Ups. Deswegen. Ach, das ist dieses, wo jetzt der auf dem... Ja, 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 na klar. Wo die Items dann durch die Wand sliden und er jetzt hier auch. Und er jetzt hier auch. Aber ich habe wahrscheinlich schon... Oh! Den Fisch kann man sogar... Oh mein Gott! Da ist der Skip-Orb. Ah, den muss man sich also erst verdienen manchmal. Huch. Ja, wenn ich den hier ganz am Anfang platziere, ist irgendwie doof. Vielleicht sehen. Das ist wohl wahr. Naja, du hättest hier ein extra Feld und dann einfach da drauf. Oder irgendwie sowas. I don't know. Ja, aber dann muss ich ja mehr als einen Orb löschen. Ach so, du... Aha, I see. Muss ich ja Orb und eventuell sogar zwei Zementblöcke löschen. Das geht ja gar nicht. Viel zu aufwendig. Oh, come on. Ah. Also hast du eigentlich schon Save-State-Tasten definiert? Ja, ja, die. Ja, ich habe ja, also das letzte, den richtigen SMW-Hack habe ich ja gespielt, das war ja, ist ja gar nicht so lange her, das war ja der Halloween-Hack von, Dings hier. Oh mein Gott. Ich und Namen, es ist so schlimm. Oh mein Gott, ich habe den Namen, ja. Vielleicht weißt du, wen ich meine, aber ja. Ja, das war der Hack, wo du die Musik so zerstört hast. Richtig. War das von Shizu? Ja, ne? Ich glaube. Ja, ja, doch, 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 der war von Shizu. Muss ich aber erst wieder nachdenken. Oh, come on. Der Halloween ist schon ganz schön lange her, fast ein Monat. Ja, das stimmt. So, jetzt aber... Na, Moment, stopp. Aber ich will ja gar nicht... Doch, ich will. Ich wollte gerade sagen, ich will ja gar nicht hoch zu dem Orb, aber doch, ich muss wegen der Plattform. Die muss ja sowieso darunter fallen. Also das ist gar nicht optional, da hochzugehen. Optional wäre es nur, den Orb einzusammeln. I see. Oh mein Gott. Nein, also noch möchte ich keine Saves. Jetzt noch bin ich... Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber noch fände ich das zu... Weiß nicht, würde ich mich nicht gut fühlen. So. Ja, das Bedürfnis nach Self-States kommt spätestens in der zweiten. Oh mein Gott. Ja, das Bedürfnis kommt immer dann, wenn ich zu lange an einer Stelle sitze oder halt zu weit gekommen bin und dann nochmal zu viel nachholen muss. Da ist dann spätestens irgendwann immer der Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt rewinden. Aber im Moment ist es ja noch ein... Oh mein Gott, ich... Komm immer einen Millimeter weiter. Ja, aber im Moment ist es ja noch ein relativ kurzer Weg, den ich nachholen muss. Das macht meine Geduld noch mehr. Oh mein Gott. Ich lerne das auch nicht. Kann ich einfach auf dem kleinen Sprünge machen, dass der Fisch mir nicht ins... Okay, kann ich nicht. Dann muss ich trotzdem dem Fisch einfach auf... Es ist ja eigentlich auch nicht... Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich so anstelle. Ist ja noch nichts Schlimmes hier. So. Aber wo muss ich jetzt hin? Ich muss einfach direkt rüber. Wenn das Ding hochfährt. Das könnte, ich glaube, das könnte die erste Save-State-Stelle sein. Weil diesen Sprung werde ich jetzt ein paar Mal versauen. Weil ich da kein Gefühl für habe. Das befürchte ich auch. Nein! Come on. Also ich glaube, Twakes hat in etwa 3 Stunden für die erste Hälfte hier gebraucht. Twex hat schon geschrieben, dass er gespannt ist, ob ich mich an gewissen Stellen auch ähnlich... Hat er Lost? Ich glaube, irgendwas hat er geschrieben, ob ich an manchen Stellen auch komische Sachen mache. Scheinbar hat er... Oh mein Gott! Wohin? Schön, dass du einfach so rüberkommst. Super.
Mist. Ich hatte doch eigentlich mal... sollst du auf den roten Cooper warten, aber dann werde ich die Mansch wohl einen Block höher setzen. Ach so. Ach, ich habe das gar nicht jetzt richtig gemacht. Nö, eigentlich nicht. Aber dafür habe ich ja meine Tester. Ach, ich soll scrollen und dann kommt der Cooper und dann ist es viel entspannter. Nein, du sollst einmal auf der Plattform, die da hoch und runter geht, einmal ausweichen und dann einmal auf den Cooper springen. Kriege ich denn auch das Scrolling rein? Nee, schade. Zumindest kommt jetzt aber eher. Ja, hoffentlich machst du dir nicht den Rest des Levels. Ach so, weil ich dann... Ah, ja, okay, ich verstehe. An den Cooper hätte ich... Also, auf den hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, man muss einfach nämlich... Also, so halt, ne? So habe ich das verstanden. Ja, Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Knapp genug ist es. Das hat total intended gewirkt. So. Das ist ja dann sogar eigentlich fast schwierig. Wobei, eigentlich ist es nicht schwieriger. Wenn ich den Sprung nämlich gut hinbekomme, dann passt das eigentlich. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie es danach weiterging. Da waren wieder Zahlen und Buchstaben. Muss ich mal gucken. Da gibt es ja zum Glück schöne Hinweise. Nee, okay, so ist es dann doch angenehmer. Ach, hier, 2, 3, okay. Hä? Ah, ich muss erst die Plattform losschicken, dann auf den Goomba, Koopa, dann auf den anderen Koopa und dann geht's irgendwie über die Mancha da nach rechts rüber. Okay. I see. Zack. Irgendwie bin ich jetzt gereizt, den Sprung so zu machen. Ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich echt angenehmer mit dem Cooper. Also eigentlich macht man sich das nur schwieriger so. Ach komm schon. Deswegen brauchst du es eigentlich, denke ich, nicht umbauen, weil man macht sich dann nur schwieriger, wenn man so springen möchte. Blöd, wenn es halt trotzdem möglich ist und dann nicht ganz so helle Leute denken, dass das intended sei. Ja, okay. Jetzt, okay. Und jetzt, keine Ahnung. Hilfe, Dinge passieren. Okay. Der Bombe. Die Bombe muss auf dem Ding landen. Kann ich auf der rumspringen? Die läuft dann, die Bombe bleibt dann da auf dem blauen Ding liegen. Dann kann ich einmal auf die drauf springen. Ja. Und dann weiter auf... Also ich muss mit der Bombe sonst nichts weiter machen. Ich muss nur auf sie drauf springen. Ja, richtig. Und dann zum Goomba weiter. Okay, naja, bei der Bombe habe ich noch überlegt, ob ich sie vielleicht mitnehmen muss. Aber das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, wie das gehen soll. Ach, Mist. Aber das wäre dann auch schon wieder wahrscheinlich eher Kai so hart, wenn man die mitnehmen müsste an der Situation. So. Aber ich bin noch nicht gewillt, hier selbst jetzt zu setzen. Dafür ist es noch zu machbar. Da ja, das hat Drakes auch gesagt und dann hat er 3 Stunden hierfür gebraucht. Ja, weil ich meine, im Moment, solange ich... Ach Mist, solange ich immer ein Stückchen weiterkomme, bin ich irgendwie... Also es würde sich jetzt im Moment noch falsch anfühlen. Ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen konträr zu dem, dass ich sage, ich habe nicht viel Zeit und jetzt verbringe ich extra viel Zeit in einem Level, wo ich... Also aber trotzdem fühlt es sich einfach falsch an, jetzt zu Save State. Ich weiß nicht. Hauptsache, der Hack fühlt sich letzten Endes für dich. Ja, bisher fühlt er sich sehr... Oh, komm her! Okay. So, und jetzt keine Ahnung. Ah, ich verstehe. Dann gehe ich einfach in die Röhre rein und dann kriege ich hoffentlich einen Checkpoint. So einfach ist es nicht, aber das wirst du schon sehen. Ah, okay. Warum ist es nicht so? Die Plattform fährt doch hoch. Und dann komme ich doch an der Röhre vorbei. Ja, du bist leider in einem ungünstigen Frame gestorben. Okay. Achso, fallen da noch mehr Sachen runter? Lass dich überraschen. Wenn du schon so fragst. Liebe Geschenke aus der Luft. Aber bitte keine Stacheligen.
So Fische zum Beispiel. Ja, eigentlich auch nicht. Eher so Sterne. Wobei Sterne jetzt auch schlecht wäre. Und Sterne hier sehr schlecht sogar. Der würde das unmöglich machen. Na, okay, passt schon. Na. Passt doch nicht. Wenn man nicht in die Mancha läuft, dann hätte es gepasst. Ja. Ich hatte nur Bedenken, dass ich mit meinem Spin-Jump das Viech kaputt mache, aber das wäre eigentlich auch mit normalen Sprung blöd. Auch mit normalen Sprung blöd gewesen. Haben wir schon gesagt, wie viele Exits der Hack? Ja, du hast 70 gesagt. Doch, hast du gesagt. Steht ja auch in der Intro-Message drin. Stimmt. Ach! Übrigens, verdammt. Jetzt kannst du auch wieder das Yoshi-Haus spielen. Jetzt backt hier. Ein bisschen was backt noch rum, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Aber wenn ich das jetzt ohne dich gespielt hätte, wie wäre das dann? Also hätte ich dann irgendwie gemerkt, dass was falsch ist, oder hätte ich dich dann einfach wahrscheinlich gefragt, weil ich nicht verstanden hätte, warum der Hack vorbei ist oder wie? Naja, du hättest halt auf der Overworld das Yoshi-Haus spielen können, du hättest das erste Level spielen können, das wär's gewesen. Weiter wärst du nicht mehr gekommen. Dann baut sich die Welt einfach nicht weiter auf, oder wie sehe ich das? Richtig. Okay. Ach komm. Und wie kannst du das fixen? Das Yoshi-Haus ersetzt dann das Level, welches meine Tester als das schlechteste Level des Hacks auserkoren haben. Okay. Gut, es muss ja irgendein Level das schlechteste sein. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. So, wo bin ich jetzt? Ich bin da. Ja. Ah ja! Ja, okay. So, trotzdem leicht in die Röhre zu kommen. Gut. Du hast doch heimlich Toho gespielt. Wie ausweichen können. Nein. Ich war ja darauf vorbereitet, dass was runterfällt. Ich meine, der erste kam ja schon. Ah ja. Da läuft doch gleich irgendwas los da oben. Ah. Stopp. Okay, das hätte ich anders timen. Ja, tschüss. Okay, dann gucken wir mal, was kommt. Ja, super. Ist da drüben eigentlich? Okay, nix. Nein! Oh, ja, tschüss. Krieg ich? Okay, krieg ich nicht. Ja, okay, perfekt. Ich hätte nur der Sprung klappen müssen. Na bitte. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich, ohne den Pilz zu verlieren, da runterkommen. Das wäre ganz ratsam. Okay, das geht. Achtung, Fisch. Die kommen wahrscheinlich noch ein paar Mal. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Muss ich hier so... Ah, okay. Nein. Na, ach. Okay. Nein, das war zu langsam. Ja. Zu. Ja, doch zu langsam. Zu spät, richtig. Oder so. So, gut, aber der Sprung ist nicht das Problem, wenn der Fisch nicht da wäre. Kündigt die grüne Münze den Fisch an, oder hat die eine andere Bedeutung? Grüne Münze heißt, hier wirst du deine Shell dagegen. Ach, da soll ich die dagegen werfen? Oh. Eventuell möchtest du die Shell behalten. Ah, ich hab das anders. Ah, oh, okay. Ja, dann machen wir das so rum. Ist in Ordnung. Dann machen wir das so rum. Das macht es ja viel einfacher, als ich dachte. Ich hab übrigens gedacht, würde ich an der Röhre einen Safe State empfehlen, wenn... Naja, da, wenn da, das schaffe ich schon nochmal bis dahin. Bis dahin schon, die Frage ist, wie oft. Mal gucken, also hier soll jetzt die Shell hinsetzen scheinbar.
dass der eine Disco draus macht. Ach so! Das ist schon richtig. Ja, tschüss. Okay. Oder kann ja gleich da drauf setzen. Jetzt hinterher. Ach, naja, die grüne 9, was soll ich denn da alles machen? Der muss aber als Disco da hoch, oder wie sehe ich das? Na, überleg mal selber, du hast ja auch einen Kopf. Ja, ich meine, eben, deswegen, also siehst du meine, nein, siehst du nicht. Jetzt siehst du meine Maus. Ich hätte hier eine Disco-Shell gerne, dass die da oben durchgeht und so. Richtig, und wie bekommst du deine Disco-Shell hin? Naja, er darf halt, er muss halt reinspringen und nicht auf dem Ding landen. Nee, da gibt's auch einen anderen. Ja gut, ich könnte auch sie da oben erst bauen. Oh, das macht's leichter. Ja, okay, dann bauen wir sie da oben. Aber du hast recht, ich setze davor auf jeden Fall den Save. Das war die falsche Taste. Ich setze davor auf jeden Fall den Save, weil das ist ein bisschen Rumprobiererei jetzt. Und der Vorraum ist jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich immer wieder neu spielen. Das kostet einfach nur Zeit. Du kannst hier Shelljumps üben. Ja, nee. Shelljumps sind dann also keine Glitches nach der offiziellen Liste. Shelljumps sind eine Technik, wie du es so schön genannt hast. Okay. Oh nö! Er ist jetzt schlecht. Ist er noch da? Ne, ist er eh nicht. Okay. Eh alles weg. Aber wenn Shelljumps eine Technik sind, wieso sind dann Peachjumps keine Technik? Weil du da ja den verbleibenden, perfekten Frame quasi ausnutzen musst. Ein Shelljump hingegen ist ja nichts anderes, als wenn du auf einen Gegner springst. Ah, okay, ich verstehe. Gegebenermaßen, Shell ist ein von dir absichtlich manipulierter Gegner, aber letztendlich ist es nichts anderes. Okay, gecheckt. So. Gib mir meine Shell zurück. Dankeschön. Wo sind eigentlich meine Saves? Ja, wenn da. Man das jetzt wüsste. So, dann einmal rein mit... Nein, stopp! Okay. Ja, du musst übrigens... Ja. Nicht ganz so bauen. Ah, ja, stimmt. Wir haben es ja gerade gesehen. Aber ich will mal kurz was gucken. Was hier nämlich so kommt. So, also wenn ich jetzt die Shell hier hätte und den Cooper da oben, dann werfe ich da hoch und dann baut da oben seine Shell zusammen. So. Dann schicke ich den da entlang, wenn das Blaue runterkommt. Dann kommen wir irgendwie hier rüber und dann gibt er mir hier wahrscheinlich einen Yoshi. Nee. Weil, nee, ein Yoshi... Ach so, aber vielleicht wäre ich noch... Nee, ich bin nicht noch groß. 1, 2... Der muss erst den Block auslösen und dann muss ich da unten... Ach, dann ist da keine... Dann ist da eine Blume drin. Korrekt kombiniert, Sherlock. Dann mache ich das hier kaputt. Und dann sehe ich noch nicht, wie es weitergeht. Okay. Ja, schade. Gut. Also, dann gehst du jetzt nach oben. Danke. Aber wie komme ich jetzt denn daher? Shelljump. Ach so, dann den hier. Ah, und dann sammle ich den da hinten wieder. Okay, I see. Gott. Die zweite Hälfte hat einfach mal 3 Shelljumps. Hier wird die Spreu vom Weizen getrennt. Ich weiß nicht, ob ich auf das alles kommen würde, wenn ich dich nicht dabei hätte. So. Ja, das Level ist außerdem eine gute Einführung dessen, wie puzzlig dieser Hack noch sein. Nein! Gerade eben ist er doch auch bis ganz nach links gelaufen, der Typ da. So, zack. Alter, dann halt nicht. Komm, rein da. Nee, das war jetzt schlecht. Ja, komm. Also, Abflug. Rein mit dir. Danke. Also, eben nicht rein. Du tust nur so, als ob. So. Okay, dann geh halt nicht nach ganz rechts. Links. Mist. Wenn du dir da mal ein bisschen Zeit lässt, kannst du eventuell auch ein Muster erkennen.
Okay. Ich glaube, aber jetzt ist das Timing. Ja, jetzt ist das Timing eh kaputt. Ich glaube, wenn man das nicht sofort macht, passt das Timing nicht mehr. Ja, er geht, glaube ich, beim zweiten. Beim ersten Mal geht er nur ganz kurz nach links und dann beim zweiten Mal geht er richtig nach links. So hat's ausgesehen zumindest. So, okay. Zack, und jetzt ganz nach links. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt los. Mist. Fast. Okay, aber das ist dann... Ich glaube, das kriegen wir dann schon hin, dass er den vorher anspringt. Das müsste machbar sein. So, zack. So. Und hopp. Kann ich hier stehen, ohne dass der da runterzieht? Ja, perfekt. Und drüber. Na! Ah, ich darf ja nicht den machen. Okay, es geht doch nicht so ein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss der vor mir sein. Okay. Na gut, das braucht ein bisschen Rumprobiererei. Ja, du hast schon recht gehabt mit dem Save State. Der ist hier definitiv sinnvoll. No. So. Hui. Okay. Dann warten wir kurz noch. Nein! Wieder nicht. Aber fast. Aber fast. Bist du noch da? Ich frag mal vorsichtig. Ja, ich bin noch da. Ah, okay. Es war so lange still. Ich habe gedacht, ich muss mal kurz gucken, ob er vielleicht geflogen ist. Alles gut. Ich denke nur gerade, wie du als Lehrer reagieren würdest, wenn deine Schüler sagen, ja, ich habe aber fast das richtige Ergebnis in der Mathearbeit. Ja, ich gebe einen halben Punkt meistens, wenn es halt, also, ne, Folgefehler. Wenn sozusagen, also wenn es jetzt einen Punkt auf die Aufgabe gibt und man sieht den richtigen Rechenweg und dann haben sie es jetzt irgendwie falsch abgebogen, gibt es ja noch Folgefehler drauf. Ist der doch ein gültiger Lehrer? Ja, ich, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Güte zu tun hat, ich finde das einfach richtig, also... Weil es ist ja eine Leistung da gewesen. Nur weil das Ergebnis nicht stimmt, ist ja trotzdem eine mathematische Leistung da. So, jetzt machen wir das erstmal so. Aber ich soll wahrscheinlich einfach den irgendwie in die Mitte... Nein, der ist jetzt... Der ist jetzt weg. Okay, das rewind ich mal kurz. Ich dachte, das bleibt unten liegen. Dann machen wir das so. Oh, das war zu langsam. Oh, da ist schon das Ziel. Und ich muss groß bleiben. Nein, musst du nicht. Wie denn auch? Na, wenn ich klein bin, laufe ich ja in den Abgrund. Na, jetzt überleg mal. Na, ich dachte halt, ich muss über den Schlüssel ins Ziel springen. Ach so! Ja. Ah, ich verstehe. Es reicht auch, wenn ich den Schlüssel dabei habe und der in der Lücke landet. Richtig, das ist der Schlüssel zum Sieg. Ah, ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, dass ich sozusagen... Ja, okay. Dass ich über den Schlüssel und dann laufe ich halt, wenn ich groß bin, auch nicht unter die Lücke durch. Machen wir das jetzt? Ach komm, wir machen das jetzt über die Rewinds. Passt schon. Passt schon. So, hier stehen wir gut. Zack. Dann muss ich den nur ein bisschen entspannter da drauf... Na. Nö! Nee. Nein, ich will den so ein bisschen besser drauflegen. Nein, nicht so. Nicht so. Das ging doch irgendwie, dass man den so ein bisschen schneller, aber halt nicht so richtig schnell. Irgendwie ging das... Warte mal. Nee. Nee. Ja, nee, das sieht auch nicht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich echt, wie du damals Kastelegen geschafft hast. Damit. Ja, ich könnte wahrscheinlich... Ah, das sieht doch... Nein, das sah gut aus. Das hatte eine angenehme... Oder ich schieße ihn einfach ganz weit rüber. Ja.
Ja, willkommen zurück am Anfang. Das haut auch nicht hin. Okay, lass mich mal nachdenken, wie ich das am blödsten. Ja, denk mal nach. Vielleicht kommst du drauf, wie ich das immer mache. Ich kann den hier gegen die Wand stupsen, dann ist der ein bisschen schneller unterwegs. Ja, das sieht doch perfekt aus! Es sah perfekt aus. So! Easy. Nein! Okay. Das war's wieder. Ah, jetzt mache ich auch wieder Blödsinn, weil ich meine Saves jetzt hier gesetzt habe. Jetzt denke ich mir halt so, ja, YOLO. Ja, so. Kann ja nichts passieren. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt aber selbst jetzt benutzt. Noch genug Material für einen Part, denke ich. Ja, das sowieso. Ist das Yoshi-Haus ein Level oder kann man da jetzt einfach reingucken? Das Yoshi-Haus ist auch ein Level. Okay, dann. Das ist der 70. Exit, der dann eben das schlechteste Level ersetzen wird. Dann gucken wir kurz rein. Okay, das war das Yoshi-Haus, danke schön. Gut, das machen wir dann mal anders. So, okay, ja, 40 Minuten reicht für einen Part. Vor allem wäre es schlau, wenn wir ein paar mehr Parts aufnehmen könnten. Vielleicht schaffen wir es ja die Woche vorzuproduzieren. Dann kann ich den Rest der Woche mich auf Schule konzentrieren. Die sowieso Priorität hat. So, okay. Danke fürs Zuschauen an der Stelle erstmal. Schule ist doch nicht wichtig im Leben. Bitte? Schule ist doch nicht wichtig im Leben. Der braucht das schon. Das hast du gesagt. So. Ja. Du wirst anhand deiner Kompetenzen, nicht anhand deiner Zeugnisse beurteilt. Richtig. Das ist richtig. Ja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.